Anfang der 1980er Jahre erlebte das Barbaren-Genre, das ist ein Subgenre der Fantasy-Literatur und Filme, einen bemerkenswerten Aufschwung in der Popkultur. Dieser Aufstieg war das Ergebnis eines Zusammenspiels verschiedener kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen, die zusammen eine ideale Umgebung für die Beliebtheit dieses Genres schufen. Die 1980er Jahre waren eine Zeit des schnellen technologischen Fortschritts, wirtschaftlicher Veränderung und politischer Spannung, insbesondere durch den andauernden Kalten Krieg. In einer solchen Ära der Unsicherheit und Komplexität sehnten sich viele Menschen in eine Flucht in eine Welt, die einfach überschaubarer und einfacher war. Eine Welt, in der Gut und Böse klar definiert waren und heroische Einzelpersonen einen direkten Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen konnten. Das Barbaren-Genre mit seinen archaischen Landschaften, seinen klar gezeichneten Helden und Schurken und seinen einfachen, aber tiefgreifenden Konflikten bot genau diese Art von Flucht. Ein Schlüsselelement in der Popularität des Barbaren-Genres war die Wiederentdeckung der Schwert- und Sandalenerzählung, die in der Literatur und in Filmen der vorherigen Jahrzehnte populär waren. Insbesondere die Geschichte von Robert E. Howard über Conan den Barbaren, die ursprünglich in den 1930er Jahren veröffentlicht wurden, erlebte eine Renaissance. Diese Geschichten mit ihren rohen und kraftvollen Erzählungen sprachen das moderne Publikum an und inspirierten eine ganze Reihe von Büchern, Comics, Filmen und natürlich auch Spielen. Die filmische Umsetzung dieser Geschichte spielte eine entscheidende Rolle bei der Popularisierung des Genres. Der Film Conan der Barbar aus dem Jahr 1982 mit Arnold Schwarzenegger in der Titelrolle wurde zu einem großen kommerziellen Erfolg und katalysierte das Interesse an Barbaren- und Fantasy-Geschichten. Dieser Film und seine Fortsetzung verbanden beeindruckende visuelle Effekte und eine epische Erzählweise mit einem Hauch von Mythologie und Romantik, was dem Publikum eine neue Art von Helden lieferte. Größer, roher und ungebändigter als die traditionellen Filmhelden. Der Kontext des Kalten Krieges trug ebenfalls zur Popularität des Genres bei. In einer Zeit, in der die reale Welt von politischer Spannung und der Angst vor nuklearer Vernichtung geprägt war, bot das Barbaren-Genre eine Rückkehr zu den grundlegenderen, handfesteren Konflikten. Die Kämpfe in diesen Geschichten waren physisch und direkt, im Gegensatz zu den undurchsichtigen geopolitischen Manövern der Weltmächte. Das Genre sprach auch ein tiefes Bedürfnis nach heroischen Idealbildern an. In einer Zeit, in der traditionelle Werte und Rollenbilder in Frage gestellt wurden, boten Barbaren wie Conan einfache, unkomplizierte Vorbilder von Stärke, Entschlossenheit und Mut. Diese Charaktere verkörperten ein nostalgisches Bild von Männlichkeit und Heldentum, das in der modernen Welt oft als verloren geglaubt wurde. Schließlich war das Barbaren-Genre ein Teil eines größeren Trends in Richtung Fantasy und Science-Fiction, der in den 1980er Jahren zu beobachten war. Filme wie Star Wars und Blade Runner sowie Spiele wie Dungeons & Dragons zeigten ein wachsendes Interesse an alternativen Realitäten und fantastischen Welten. Das Barbaren-Genre mit seinen Wurzeln in der Mythologie und seiner Betonung auf das Übernatürliche passte perfekt in diesen Trend hinein. Das Thema der Barbaren war in den 1980er Jahren also sehr beliebt. Als sich die englische Firma Rare nach einem neuen Thema für eine neue Videospielreihe für das NES umschaute, passte das also genau wie die Faust aufs Auge. Barbaren. Was sollte da schon schief gehen? Aus diesem Grund wurden die Spielreihe in einem fantastischen Setting positioniert und ein kampfbereiter Barbar sollte nun von denen an die Cover der Spiele ziehen, auch wenn das Motiv jetzt nicht unbedingt auch im Spiel erkennbar war. Das war also nicht nur bei dem Gameboy-Ableger Fortress of Fear der Fall. Gerade in diesem Fall gibt es viele, die eine gewisse Dissonanz zwischen Cover und Spielersprite festgestellt haben, zumindest wird dieses regelmäßig in meinen YouTube-Kommentaren so geschildert. Das NES war relativ frisch erschienen und bot endlich bessere Möglichkeiten, ein grafisch opulentes Spiel zu entwickeln. Rare hatte eine langfristige Version für die Wizards and Warriors Serie. Das Unternehmen wollte nicht nur ein einzelnes Spiel entwickeln, sondern eine ganze Reihe, die sich dann weiterentwickeln sollte und der Popularität gewinnen sollte. Diese Vision war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung, die Serie zu starten und spiegelt so Rares Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit wider. Durch die Entwicklung eines Fantasy-Abenteuerspiels konnte sich Rare von den anderen Spieleentwicklern abheben. In einer Zeit, in der die meisten Spiele entweder einfache Shooter- oder Arcade-Spiele waren, bot Wizards and Warriors eine neue Art von Spielerlebnis. Dies half Rare, sich einen Namen in der Branche zu machen und ihre Marktposition zu stärken. Rare folgte bei der Planung der Serie also den aktuellen Trends und erkannte eine Marktlücke. Die Serie sollte 4 Spiele umfassen.
Wizards and Warriors. Veröffentlicht für das Nintendo Entertainment System im Jahr 1987, ist ein Spiel, das in der Geschichte der Videospiele einen besonderen Platz einnimmt. Entwickelt von Rare, einem Pionier in der Gaming-Branche, bot es Spielern eine faszinierende Mischung aus Plattform- und Abenteuerelement. Das Gameplay von Wizards and Warriors ist geprägt von einer Kombination aus Plattform-Action und Abenteuerrätseln. Der Spieler steuert den Ritter Kuros durch verschiedene Ebenen einer Fantasy-Welt, bekämpft Gegner, sammelt Gegenstände ein und löst Rätsel. Das Leveldesign ist thematisch vielfältig und stellt unterschiedliche Herausforderungen dar, die die Spieler in eine Welt voller Magie und Mysterien eintauchen lassen. Eine der großen Stärken des Spiels war seine innovative Spielmechanik. Wizards and Warriors führte Elemente ein, die in anderen Plattformspielen jener Zeit nicht üblich waren, wie das Sammeln von Schlüsseln und das Öffnen von Truhen, was dem Spiel eine zusätzliche strategische Tiefe verlieh. Die grafische Gestaltung war für die damalige Zeit beeindruckend, mit Farbenfrohen und detaillierten Sprites und Hintergründen, die das Auge erfreuten. Die Musik des Spiels ist bis heute ikonisch, ihre eingängigen Melodien trugen maßgeblich zur Atmosphäre bei und verstärkten das Spielerlebnis. Allerdings hatte das Spiel auch seine Schwächen. Die Steuerung, obwohl grundsätzlich einfach und direkt, wurde von einigen Spielern als ungenau empfunden, insbesondere bei Sprüngen und Kämpfen. Eine weitere Kritik war sich der wiederholende Charakter des Spiels, da es eine begrenzte Anzahl an Feintypen und Herausforderungen bot. Hinzu kam das Fehlen einer Speicherfunktion, was bedeutete, dass Spieler bei jedem Neustart des Spiels von vorne beginnen mussten. Wenigstens ein Passwortsystem wäre hier vielleicht besser gewesen. Außerdem fanden einige den Schwierigkeitsgrad unverhältnismäßig hoch, was zu Frustration führen konnte. Zur Zeit seiner Veröffentlichung erhielt Wizards and Warriors überwiegend positive Kritiken von der Spielepresse. Zeitschriften wie Nintendo Power lobten das Spiel für seine Grafik, das herausfordernde Gameplay und die Musik. Es wurde oft als eines der herausforderndsten und lohnendsten Spiele auf dem NES angesehen. Spielekritiker hoben die Innovativität des Spieles hervor, insbesondere die Mischung aus Plattform- und Abenteuerelementen. Die Fähigkeit, Gegenstände zu sammeln und zu verwenden, wurde als eine willkommene Abwechslung zu den damals üblichen linearen Plattformerspielen betrachtet. Aber auch hier kamen die schon angesprochenen Kritikpunkte zur Sprache. Abschließend lässt sich sagen, dass Wizards and Warriors ein Klassiker des NES ist, der die Grenzen des Plattformer-Genres erweitert und die Grundlage für viele zukünftige Abenteuerspiele legte. Trotz seiner Schwächen in der Steuerung und im Schwierigkeitsgrad bietet das Spiel ein tiefgehendes, lohnendes Erlebnis, das sowohl damals als auch heute geschätzt wird. Seine innovative Mischung aus Action, Abenteuer und Rollenspielelementen macht es zu einem der einflussreichsten Spielen der frühen Ära der Videospiele. Iron Sword, Wizards and Warriors 2, also der zweite Teil von Rare entwickelten Spielereihe für das Nintendo Entertainment System, erschien 2 Jahre später 1989 und knüpfte an den Erfolg seines Vorgängers an. Das Spiel setzte die Abenteuer des mutigen Ritters Kuros fort, der sich dieses Mal einer noch größeren Herausforderung stellen musste, dem bösen Zauberer Malkil, der die Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser kontrolliert. Der Spieler navigiert Kuros durch verschiedene Welten, jede präsentiert ein Element und sammelt spezielle Gegenstände ein, um die elementaren Bosse herausfordern zu können. Diese Fortsetzung behält viele der zentralen Mechaniken des ersten Spiels bei, führt aber natürlich auch gleichzeitig neue Elemente ein, um das Spielerlebnis zu bereichern. Eines der bemerkenswertesten Merkmale von Iron Sword ist die erweiterte Gameplay-Mechanik. Im Vergleich zum ersten Teil bietet dieses Spiel eine größere Vielfalt an Herausforderungen und Rätseln. Die Idee, gegen Elemente anzutreten, fügte dem Spiel eine mythologische Tiefe hinzu, die im ersten Teil einfach fehlte. Die Spieler mussten also nicht nur kämpfen und springen, sondern auch strategisch denken, um die notwendigen Gegenstände zu sammeln und die Bosse zu besiegen. Die grafische Gestalt von Iron Sword wurde im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich verbessert. Die Charaktere und Umgebung sind detaillierter, was dem Spiel eine reichhaltigere visuelle Tiefe verleiht. Diese grafischen Verbesserungen tragen dazu bei, dass die Spieler noch stärker in die Welt von Kuros eintauchen können. Wie sein Vorgänger, so überzeugt auch Iron Sword mit einem beeindruckenden Soundtrack, der die Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt und das Abenteuergefühl verstärkt. Allerdings weist Iron Sword auch einige Schwächen auf. Obwohl die Steuerung im Vergleich zum ersten Teil etwas verbessert wurde, blieben Probleme mit der Präzision bestehen, vor allem in der Plattformabschnitten und während der Kämpfe. Viele Spieler fanden den Schwierigkeitsgrad des Spiels noch herausfordernder als den seines Vorgängers, was zu Frustrationen führen konnte, insbesondere bei den späteren Leveln. Zudem kritisierten einige, dass das Spiel trotz der Einführung neuer Elemente nicht genug tat, um sich wesentlich vom ersten Spiel zu unterscheiden. Bei der Veröffentlichung erhielt Iron Sword Wizards and Warriors 2 gemischte Kritiken von der Presse und den Spielern. Die verbesserte Grafik und die komplexen Rätsel wurden allgemein gelobt. Die Musik und das allgemeine Design wurden ebenfalls positiv bewertet. Viele Rezensionen erkannten das Spiel jedoch auch als würdige Fortsetzung an, die Stärken des Originals beibehielt, während sie genug Neuerung bot, um interessant zu bleiben.
Dennoch fühlten sich einige Spieler vom hohen Schwierigkeitsgrad einfach abgeschreckt. Sie fanden, dass das Spiel in einigen Bereichen hinter seinen Möglichkeiten zurückblieb und die wiederkehrenden Probleme mit der Steuerung als störend empfanden. Diese Aspekte führten zu einer gewissen Spaltung unter Fans und Kritikern, wobei einige das Spiel für seine Herausforderungen lobten, während es andere für zu unzugänglich hielten. Iron Sword Wizards & Warriors 5 bleibt dennoch ein wichtiger Teil in der NES-Bibliothek und der Videospielgeschichte. Es bot eine fesselnde Mischung aus Action, Abenteuer und Rätsellösen und prägte viele ältere Spiele in ähnlichen Genres. Die Tatsache, dass das Spiel heute noch in der Retro-Gaming-Fans hoch geschätzt wird, spricht für seine anhaltende Anziehungskraft und seinen Einfluss. Fortress of Fear Wizards and Warriors X für den Game Boy stellt einen interessanten Beitrag in der Wizards and Warriors Reihe dar und ist mein persönlicher Verbindungspunkt zu dieser Serie. Es erschien gleich zum Start des Handhelds. Oft wird es fälschlicherweise als der 10. Teil der Serie betitelt, obwohl es in Wirklichkeit der 3. Teil ist, hebt sich dieses Spiel von den Vorgängern auf dem NES ab und bietet eine ganz einzigartige Spielerfahrung. Das Spiel setzt die Abenteuer des Ritters Kuros fort, diesmal in einem tragbaren Format auf den Game Boy. Fortress of Fear behält viele der zentralen Elemente der Serie bei, Plattform-Action, Rätseln und das Sammeln von Gegenständen. Die Spieler führen Kuros durch verschiedene Ebenen einer dunklen Festung, kämpfen gegen Feinde und überwinden Herausforderungen, um den bösen Zauberer Malkil zu besiegen. Eine der herausragenden Stärken von Fortress of Fear ist die Anpassung der Wizards & Warriors Formel auf den Game Boy. Trotz der Hardware-Einschränkung bietet das Spiel eine solide Plattformer-Action, die Spieler fordert und auch gleichzeitig unterhält. Das Level-Design ist abwechslungsreich und herausfordernd, was die Spieler dazu ermutigt, sowohl Geschick als auch strategisches Denken einzusetzen. Auch das Soundtrack des Spiels ist bemerkenswert. Trotz der begrenzten Audiokapazitäten des Gameboys lieferte er eine beeindruckende Leistung und trägt zur atmosphärischen Düsternis der Festung bei und gehört zu meinen Top-Soundtracks für den Gameboy. Allerdings gibt es natürlich auch Schwächen. Aufgrund der technischen Grenzen des Gameboys sind die Grafiken im Vergleich zu den NES-Titeln natürlich weniger detailreich. Hinzu kommt, dass die Steuerung wie bei vielen anderen frühen Gameboy-Spielen manchmal ungenau sein kann, was zu frustrierenden Momenten führt, insbesondere bei präzisen Sprüngen. Außerdem empfanden einige Spieler das Spiel als zu schwierig, vor allem aufgrund der begrenzten Anzahl Leben und des Fehlen von Speicherpunkten. Ein besonderes Merkmal von Fortress of Fear ist der Mythos um die Kennzeichen als Wizards and Warriors X, also theoretisch römisch 10. Diese Bezeichnung war aber eher ein Marketing-Trick als eine echte Einordnung in die Serie. Es gibt dabei verschiedene Theorien über die Bedeutung dieses Untertitels. Eine verbreitete Vermutung ist, dass der Buchstabe X nicht für die römische Zahl 10 steht, sondern eher als Symbol für das Unbekannte oder eine neue Richtung gedacht war, da es das erste Spiel der Serie auf einem Handheld war. Eine andere Theorie schlägt vor, dass es sich um eine humorvolle Übertreibung handelt, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Neugier der Spieler zu wecken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fortress of Fear Wizards and Warriors X ein faszinierender Teil der Wizards and Warriors Reihe ist. Es zeigt Rares Fähigkeit, die Serie an die technischen Grenzen des Gameboys anzupassen und dabei ein unterhaltsames und herausforderndes Spiel zu liefern. Trotz grafischer und steuerungstechnischer Einschränkungen bleibt das Spiel ein wichtiges Stück in der Geschichte der Handheld-Videospiele und ist ein Beweis für die Vielseitigkeit der Wizards and Warriors Marke. Der Mythos des 10 Teils fügt das Spiel eine zusätzliche Schicht von Intrige hinzu und zeigt, wie Videospiele manchmal Marketingstrategien nutzen, um Interesse und Diskussionen zu wecken. Insgesamt bleibt Fortress of Fear ein unvergesslicher und charakteristischer Beitrag in der Ära der Game Boys. Wizards and Warriors 3 Kuros Vision of Power. Der 3. Eintrag in der von der Rare entwickelten Wizards and Warriors Serie für das Nintendo Entertainment System wurde 1992 veröffentlicht, also relativ spät im Lebenszyklus des NES. Das Spiel setzt die epischen Abenteuer von Kuros fort, dem Ritter, den sich in den vorherigen Teilen dem bösen Zauberer Malkil gestellt hat. In Wizards and Warriors 3 findet sich Kuros in einer faszinierenden Stadt Piedap wieder. Hier muss er verschiedene Verkleidungen annehmen, um unterschiedliche Fähigkeiten zu nutzen, um sich durch die Stadt zu bewegen, Rätsel zu lösen und schließlich Malkil wieder natürlich mal gegenüberzutreten. Dieser Teil der Serie nimmt eine deutliche Wendung weg von den reinen Plattform- und Action-Elementen der Vorgänger und integriert stattdessen Rollenspiel- und Abenteuerelemente, was eine erfrischende Abwechslung und eine Erweiterung der bisherigen Spielmechanik darstellt. Einer der größten Stärken von Wizards and Warriors 3 ist die Einführung dieser Rollenspielelemente. Die Möglichkeit, verschiedene Berufe und Fähigkeiten zu erkunden, bietet den Spielern eine neue Ebene von Interaktivität und Strategie. Diese Neuerung macht das Spiel nicht nur vielseitiger, sondern auch tiefer und immersiver. Grafisch zeigt das Spiel eine deutliche Verbesserung gegenüber seinen Vorgängern.
Mit detaillierteren Charakteren und Umgebung, insbesondere dem Designerstadt PDUB, gelingt es dem Spiel, eine lebendige und glaubwürdige mittelalterliche Fantasy-Welt zu erschaffen. Das Soundtrack von Wizards and Warriors 3 bleibt der Tradition der Serie treu und bietet erneut eine beeindruckende musikalische Untermalung, die perfekt zur Stimmung und Atmosphäre des Spiels passt. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen und natürlich auch Schwächen. Die Komplexität des Spiels und das Navigieren durch die Stadt PDUB können für einige Spieler verwirrend und frustrierend sein. Das Spiel bietet hier nur wenig Anleitungen, was dazu führen kann, dass Spieler sich verloren fühlen und nicht genau wissen, wie sie weiterkommen sollen. Die Steuerung, obwohl im Großen und Ganzen solide, kann in Kampfsituationen und bei präzisen Sprüngen manchmal ungenau sein. Der hohe Schwierigkeitsgrad ist ein Markenzeichen der Serie, bleibt auch in diesem Teil erhalten, was für einige Spieler eine Hürde darstellen kann. Trotz der Herausforderung bleibt Wizards and Warriors 3 ein bemerkenswertes Spiel. Die Einführung von Verkleidung und verschiedenen Berufen war für ein Plattformspiel dieser Zeit unüblich und zeigt Rares Bereitschaft, mit den Grenzen des Genres zu experimentieren. Diese Innovationen verleihen dem Spiel eine besondere Stellung in der Geschichte der Wizards and Warriors Reihe. Zusammenfassend ist Wizards and Warriors 3 Kuros Vision of Power ein würdiger Nachfolger der Serie, der auf den Stärken der früheren Spiele aufbaut und sie um neue, kreative Elemente erweitert. Während die erhöhte Komplexität und der Schwierigkeitsgrad für manche eine Herausforderung darstellen mögen, bietet das Spiel ein tiefgehendes und befriedigendes Erlebnis. Die Kombination aus Action, Abenteuer und Rollenspiel, gepaart mit der charakteristischen Musik und Grafik, macht Wizards and Warriors 3 zu einem unvergesslichen Teil in der NES-Geschichte und zu einem beeindruckenden Beispiel dafür, wie Videospiele Genregrenzen überschreiten und erweitern können. Ich persönlich kannte die Wizards and Warriors Serie auf dem NES ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte wie so viele andere auch Fortress of Fear gleich zum Start beim Game Boy mit dabei und das Spiel sog mich sofort einfach in seinen Bann, obwohl es natürlich nicht wirklich perfekt ist. Perfekt ist kein Ableger der Serie, aber die Gestaltung und das Szenario schafft es trotzdem, den Spieler in den Bann zu ziehen, und das ist doch vielleicht das Wichtigste, oder? Ich hatte mich immer gewundert, wie wohl die anderen neun Spiele der Serie so sind und auf was für Systemen neben dem NES sie wohl erschienen seien. Im Rahmen meiner Recherche bin ich jetzt endlich auf den klärenden Punkt gestoßen. Das X war wohl mehr oder weniger ein Marketing-Gag. Darauf bin ich jetzt knapp 30 Jahre hineingefallen.